Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Das ist ja elegant. Erzählen Sie mir was darüber. Ich kann nichts erzählen. Ich habe es nur geschenkt bekommen. Schon vor einiger Zeit oder? Vor 40 Jahren von meiner Nachbarin. Und in ihrer Wohnung habe ich es immer bewundert. Und sie hat immer überhaupt keine Miene dazu verzogen. Und dann hat sie einfach gesagt, ja, wenn meine Mutter mal gestorben ist, dann brauche ich sie nicht mehr anschauen. Die mochte ich schon als Kind nicht. Und dann ist irgendwann die Mutter gestorben und dann habe ich es geschenkt bekommen. Ach, tanzen Sie? Nein. Nein? Das wäre ein tolles Fortbild, ich oder? Ich werde interessieren, ob du sie magst. Magst denn du die Frauen? Ja, genau. Ja, ich finde die schon schön. Was findest du denn schön dran? Ja, die haben schon eine bestimmte Eleganz. Genau darum geht es, ja. Die Tänzerinnen der 20er Jahre, Josephine Baker, Anita Berger, genau, könnte man nennen, Loie Fuller, ein bisschen früher noch. Es ist nämlich eine Zeit, in der ein neuer Beruf entsteht. Das Showgirl, das gibt es nämlich vorher gar nicht. Und die großen Shows und so weiter brauchen das Showgirl. Und wenn man die hier sieht, ne, dann ist man voll dabei. Jetzt ist natürlich die Frage, Deutschland ist ja da die Roaring Twenties und Thirties. Das ist durchaus auch nicht ganz so prüde so. Frankreich ist vielleicht auch kokett. Wo würde man die denn verorten? Hier gibt es ja irgendwie so eine Marke drauf. Das glaube ich. Also ich denke, die Unterseite ist noch spannend. Aufschlussreicher. WG ist Wilhelm Goebel. Goebel. Goebel kennen Sie sicherlich von den Hummelfiguren. Ja. Das ist so das, was man meistens damit assoziiert. Aber was meistens unbekannt ist, die haben ab 1900, der Sohn des Firmengründers hat auch da die Produktion umgestellt von Geschirrporzellan auf figürliche Porzellane. Und ihm war es ein großes Anliegen, künstlerische Porzellane herzustellen. Und die sind ja wirklich sehr, sehr signifikant dafür. Und diese Tänzerinnen haben auch einen Namen. Das ist nämlich hier, wie deutlich zu sehen, die Schlangentänzerin. Und sie heißt exotische Tänzerin. Und für die Zeit auch ganz, ganz typisch ist die farbige Staffierung in diesem Korallrot und dem Gold. Und hier sehen wir Wilhelmsfeld. Und Wilhelmsfeld war der Ort. Und die Kunstabteilung hieß auch Kunstabteilung Wilhelmsfeld. Und deshalb gibt es noch dieses Papieretikett. Also es ist ganz toll, dass das noch da ist. Auf eine ist es ja noch drauf. Und eben, sie sind sehr, sehr grazil, sehr fein. Und die tanzen auch durchaus. Und das kann dir vielleicht auch Freude machen, wenn du ab und zu mal damit ein bisschen gar nicht spielen darfst, aber dann doch richtig hinstellen. Und wie weit das Risiko ist, damit zu spielen. Ich muss noch mal kurz runter gucken, denn bei Goebel gibt es noch ein, sie haben Modellnummern. Für die zeitliche Bestimmung ist auch wichtig, sobald die Prägenummern haben. Das ging erst in den 1920er Jahren los. Ich meine, die können gar nicht früher sein durch die zeittypische Gestaltung, aber das ging bis 1950. Und in dieser Zeit sind sie also definitiv entstanden. Ja, es sind tolle Stücke, auch dass die Erhaltung so gut ist. Heutzutage, tja, sind sie leider nicht, wie manch anderes besprochenes Objekt, so exorbitant teuer. Also da werden sie so um die 120, 150 Euro gehandelt. Aber es sind sehr, sehr schöne Figuren. Und ich denke, hier sitzt jemand, der ganz doll drauf aufpassen wird, dass sie nicht verkauft werden. Ja. Stimmt's? Ja. Na, gut. Das ist wunderbar. Dann, viel Freude damit. Vielen Dank fürs Zeigen.